Alle sprechen derzeit über die neue Qualität des Rechtsterrorismus. Die neue Qualität liegt aber weniger in der Dimension, dass rassistische und rechtsextreme Morde in Deutschland begangen werden, sondern vielmehr in dem Versagen und gar Verstricken der Sicherheitsbehörden in diese Fälle. Das Problem ist, der Verfassungsschutz in Deutschland finanziert seit Jahren Rechtsextremisten für deren Informationen aus der Szene, unterstützt damit de facto auch genau diese Strukturen. Und auf der anderen Seite werden Projekte, die sich alltäglich gegen Rechtsextremismus und Rassismus engagieren, immer wieder mit Kürzungen, Mittelkürzungen konfrontiert und ihnen wird Misstrauen ausgesprochen. Das muss ein Ende haben. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen diskutieren.